Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Splatoon Online. Und ich habe gleich mal eine sehr, sehr, sehr negative Sache zu berichten. Zum einen haben wir hier einen Tintenwerfer. Gut, ich bin mir nicht sicher, wie da die Steuerung ist. Und bevor euch gleich wundert, das kommt gleich, warum ich eine neue Waffe, warum ich eine NZAP dabei habe. Ups. Fuck. Ja, ist gut. Was war's? Mann. Naja, kann ich's noch schnell sagen? Beziehungsweise, ne, mache ich dann gleich. Ja. Okay. Ihr seht jetzt dieses Bild hier. Und genau das war auch das Problem, das ich sagen wollte. Denn ich habe keine Ahnung warum. Meine Disk ist komplett sauber. Und das Schlimmste ist, genau dieses Problem habe ich auch bei MK8. Also bei Mario Kart 8. Und es geht genauso wenig. Sehr schön, ne? Das Problem ist, dieses Problem taucht zufällig auf. Das heißt, es liegt jetzt nicht unbedingt nur an dem Spiel. Sondern, ja, es kommt einfach. Und ich kann dann auch nicht mehr raus, aus dem Spiel raus oder sonst was. Müsste ich erstmal die CD rausholen und wieder reinmachen. Ich kann es ja gerade mal zeigen. Vielleicht klappt es ja dann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich mache es gerade mal hier während der laufenden Aufnahme. Ja, sie ist sauber. Ja. Und genau das war auch das, was ich ansprechen wollte. Denn als ich nämlich mit meiner Freundin zusammen Splatoon spielen wollte, kam dieses Problem auch sehr, sehr häufig. Einfach so aus dem Nichts. Und ja, ihr seht's. Ich habe gehofft, dass es nur im Multiplayer der Fall ist. Aber jetzt greift sogar schon auf die Aufnahme. Und ja, ich finde es gerade richtig scheiße, weil ich nämlich keinen Plan habe, was ich jetzt machen soll. Vielleicht weiß von euch irgendjemand, mich schaut eh kein Schwein an, leider. Aber vielleicht weiß von euch irgendjemand, was das Problem ist, weil ich rufe da ganz sicher nicht an wegen dem Fehler hier. Weil bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die ganze Zeit sagen werden, naja, dann im schlimmsten Fall musst du das Spiel halt neu kaufen, ja toll. Habe ich trotzdem wieder alles verloren. Ich bin gerade richtig fertig. Ohne Spaß. Das Splatoon hat mir eigentlich schon relativ viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die ganzen Waffen zu zeigen etc. Wie viele Parts hat es jetzt gehalten? Schon ziemlich lange. Ja. Vermutlich das vorzeitige Ende für Splatoon. Ich habe auch vorhin, also als es zum ersten Mal aufgetreten ist, das ist jetzt gerade das zweite Mal, habe ich es schon versucht, nochmal neu zu starten, hat trotzdem nichts gebracht. Also ich weiß auch nicht, was los ist. Das war ja, hatte schon vor einiger Zeit angefangen mit den ganzen Lags und Splatoon. Und ja, habe ich aber auch gelesen von Vero YouTube, also Vero halt. Ihr kennt ihn sicherlich nicht, früher hieß er Nintendo Player, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat er halt meinen Tweet zitiert, als ich gefragt habe nach irgendeiner Lösung. Und da meinte er dann, zum Glück hat die Switch keine CDs mehr. Weil dann passiert nämlich genau sowas nicht mehr. Jetzt, was werde ich tun? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Was da tun, werde ich wahrscheinlich vorzeitig erstmal auf Eis legen müssen. Und ja, das war's dann vermutlich mit Splatoon. Leider. Also ich hoffe, dass sich das irgendwie widerlegt oder dass ich irgendwie weiß, was das Problem ist. Ich werde es natürlich weiterhin nach wie vor irgendwie versuchen wieder. Aber wenn es weiterhin auftritt,
was vermutlich der Fall sein wird, dann war es mit Splatoon. Ich muss jetzt erstmal mir einen Notfallplan ausdenken, weil ich habe nämlich keine Ahnung, was ich stattdessen Let's Playen könnte. Das mache ich dann nach der Aufnahme, wenn man so will. Ja, also. Bin gerade richtig enttäuscht. Deswegen kommt dieses Video auch heute. Und ja, beim Uploadplan ändert sich nichts, bleibt weiterhin. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Part von Splatoon, wo ich noch bearbeiten kann. Aber ja, das war's dann halt. Deswegen wundert euch nicht, wenn demnächst nochmal ein Splatoon-Part kommt. Wenn einer noch kommt. Ich weiß es gerade nicht, wie schon gesagt. Würde ich sagen. Ja, mache ich ein kurzes Feedback. Vielleicht klappt es ja wieder irgendwann. Ich werde es, wie schon gesagt, nach wie vor weiterhin versuchen. Aber ich finde es halt einfach scheiße, weil Mario Kart 8 ist bei mir nur online. Das muss man dazu sagen. Nur online. Genau dasselbe Problem. Und da habe ich es schon seit mindestens einem Jahr. Also da stimmt dann irgendwas nicht. Naja, sei es drum. Es bringt absolut gar nichts, sich jetzt darüber zu beschweren oder traurig zu sein oder sonstiges. Dies ist das vorzeitige Ende von Splatoon, leider. Wie schon gesagt, im Upload-Plan ändert sich nichts. Es kommt trotzdem ein Video. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob heute oder morgen eins kommen sollte. Meinte ich schon mal ganz kurz. Kann man mal machen. Uno Momento. Ich weiß, ihr seht gerade gar nichts, das ist ein bisschen doof. Also, Moment, das letzte Video kam. Ja, gestern. Also, es bleibt wie es ist. Heute kommt ein Video, also in dem Fall halt dieses Video hier. Und morgen dann halt das normale New Super Mario Bros. U. Naja. Ich hatte so gehofft, dass es nicht der Fall ist. Das ist mir schon vor 2, 3 Wochen passiert. Naja. Also, dann beende ich diesen Part vorzeitig leider. Bearbeite ich ihn schnell, lade es hoch und ja. Kurzes Feedback noch zu Splatoon. Auch wenn ich es beim letzten Part gemacht hätte, aber vermutlich wird das hier leider der letzte Part sein. Splatoon an sich, mega gutes Spiel, habe ich auch schon was zum Online-Play Offline-Game gesagt. Und ja, da hat es mir auch schon richtig viel Spaß gemacht. Splatoon an sich ist ein wunderbares Spiel, haben sie wirklich klasse neues Game entwickelt. Aber joa, ich probiere es jetzt noch einmal, vermutlich wird es trotzdem nichts bringen. Ah, ihr seht, ich bin gerade verzweifelt. Da ist halt absolut nichts auf meiner CD. Das ist halt das, was mich gerade so abfuckt. Und wenn es mal weitergeht, was gerade im Moment nicht der Fall ist, sonst wäre es nämlich gleich weitergegangen. Oder? Ihr seht, ich hoffe die ganze Zeit, aber werde am Ende sowieso nur enttäuscht wieder. Ja, bleibt dabei. Also vielleicht kommt ja bald nochmal ein Part, was ich hoffe. Wenn nicht, dann war's das hier leider mit Splatoon. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Hätte das Let's Play gerne weitergeführt. Aber naja. Es kam, wie es kommen musste, früher oder später. Naja, muss ich mal schauen, wie ich es regle. Bis zum nächsten Part. Also zu irgendeinem Part. Oder auch nicht. Bye, und ich gehe jetzt mal eine Runde heulen. Bis dann. Bye.